Hallo, guten Morgen, Kollege. Sie fahren den P16723 aus Hainichen kommend nach Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof. Rüsten Sie Ihre Lok auf und fahren Sie dann in Richtung Niederweser. Und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator Folge 139 und fragt mich nicht, warum ich gerade die Lutmille ausmache. Ich habe mich verdrückt. Wir befinden uns heute wieder auf der Strecke Projekt Freiberg und wir fahren heute und wir fahren heute mit der Baureihe 132 und wir fahren heute einen Pendlerzug. Pendlerzug. Ja, das sind diese wunderschöne Wagen. Gibt es zum Download. Muss man auch herunterladen. Für eine Aufgabenfahrt, ne? Ich weiß nicht, ob die gleich in der Strecke mit dabei waren, aber irgendwelche Wagen musste ich ja extra runterladen. Wunderschöne deutsche Reichsbahnwagen. Wunderschön. Ja. Und ja. Wie ich würde mal sagen, wir machen SIFA PZB an und wir fahren frühs um 5:30 los. Und es ist ja noch dunkel, sieht etwas nach Regen aus. Und ja, lass uns mal überraschen. Gut, wir haben Bewachung 45, befreien wir uns. Wir haben freie Fahrt, würde ich mal sagen. Eigentlich müsste ich mich erst befreien, wenn ich das Signal sehe, aber ich denke mal, da passiert nichts. Ne? Ja, heute fahren wir mit der dritten Version, glaube ich, oder zweiten Version, ersten Version, ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt ja von drei verschiedenen Versionen. Lass uns halt mal einfach überraschen, was uns so alles passiert. Wir haben einen Fahrplan. Ich und Fahrplan fahren, das ist ja genau das Richtige bei mir immer. Wir haben eine Gesamtzeitfahrt von ca. 20 Minuten bzw. 22 Minuten. Und wir halten dann gleich in Niederweser, um die Fahrgäste aufzunehmen. Danach fahren wir nach Karl-Marx-Stadt Hilbersdorf und danach zur Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof auf Gleis 76. Ja, unser erster Personenzug auf dieser Strecke, beziehungsweise ja, wirklich auf dieser Strecke. In der letzten Folge sind wir natürlich nur Güterverkehr gefahren. Sehe, wir sind zu schnell. Und wir müssen auch gleich halten in Niederweser. Sorry, ich war gerade ein bisschen ruhig. Ich musste mal kurz auf mein Handy schauen. Weil ich musste was Dringendes nachgucken, ob alles läuft. Ja, was soll denn laufen, was man Handy gucken kann, ne? Ich habe auf eine Nachricht gewartet, auf einen Kumpel. Und der hat gerade geschrieben, deswegen musste ich mal kurz antworten. Also, deswegen. Ja, jetzt sind wir in Niederweser. 35 Abfahrt, das ist ja sehr viel Zeit. Ich muss mal meinen Stecker einstellen, weil zwar ich nur noch auf einer Seite, das ist auch blöd.
So, da wir ja ein Kurzzug sind, halten wir auch hier an. Wir brauchen hier nicht ganz weit rausfahren. Und vorbei. Ja, wir stehen richtig. Wir sind halt fahrgastfreundlich, ne? Da freut sich jeder Fahrgast, dass der Zug nicht allzu weit anhält. Weil hier natürlich der Treppenzugang ist. Und hier steht auch die Baureihe 110. Nee, nicht die Baureihe 110. V110. Höchstens. 243. Dort kommt auch Personenzug 243 uns entgegen. Yep, wunderschön. Yep, yep, yep. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Aufenthalt. Und da kommt die 132 als Güterzug entgegen. Und ich sehe gerade, dass die Sonne hinter uns langsam aufgeht. Oh, Deutsche Bahn-Logo sogar. Ja, ja. Auch sowas gibt's noch. Aber wir sind pünktlich. Pünktlichkeit ist alles. Yep. Also das ist entspannt. Muss ich echt sagen. Ne? Das ist wirklich Entspannung. Weil hier hast du nicht so einen Stress wie bei der Folge 137. Ne? Wo hier mit dem Zug wenden bzw. Fahrt Führerstandswechsel nur 2 Minuten Aufenthalt hatten mit der 612er, also das war ja Marathonlauf. Ja. Das war halt ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich gestehen. Aber hey, es läuft halt so, wie es laufen muss. Ja. So. Jetzt mache ich noch schnell das klar hier. Ein Moment. Ich bin heute sehr auf hin angewiesen, muss ich sagen. Dann muss ich euch sagen. Ich sehe gerade schon wieder hier bei uns was einiges los. Hier hat schon wieder die wunderschöne S-Bahn-Verspätung mit 22 Minuten, weil mal wieder irgendwelche Volltrotte auf dem Gleis sind. Ist bei uns öfters mal. Ne? Öfter sind mal Personen auf dem Gleis, ne, und am Ende werden sie überfahren. Wie letztens. S-Bahn musste ausfallen, weil die über 40 Minuten Verspätung hatte. Ne, über 30. Und der Grund war Personen auf dem Gleis, ne? 2 Stunden später, wieder an derselben schönen Stelle, Personen im Gleis. Züge hatten wieder Verspätung, mussten ihre Touren unterbrechen, weil sie nicht weiter konnten, weil die Strecke jetzt mal gesperrt war, ne? Weil Personen im Gleis waren. Ja, und nach 10 Minuten später kam dann die Meldung, Notarzt Einsatz am Gleis, an der Stelle. Der Ort. Wollte ich mir schon eins und eins zusammenzählen. Da hat sich auch ein Trottel ein Späßchen erlaubt, das Gleis rumzulatschen. Dann kam eine Zug, hat ihn dann praktisch erfasst. Ja, ist halt bei als Lokführer natürlich fast Alltag, würde ich mal sagen. Ne? Bei nicht Alltag, aber es gibt halt viele Idioten, die halt aufs Gleis laufen, weil sie halt mal beweisen wollen, wie cool sie sind. Aber das sind sie in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit sind sie einfach nur dumm und haben keine Hobbys. Weil ich finde sowas immer scheiße, wenn Leute einfach aufs Gleis rennen und zeigen, ja hier, ich bin der Champion, der Champ, ne? Der Beste und beweise den Leuten, dass ich auch auf dem Gleis laufen kann. Fertig. Ja. Sowas von bescheuert. Aber naja. Kannst du nichts machen. Ich meine, die Sonne kommt langsam hervor. Oh, ist das eine schöne Fahrt hier. Also die Gegend gefällt mir auch. Ich stottere heute mal wieder. Das ist unglaublich. Und wir haben gleich 80. Kilometer. Wo ist es, Bobos?
sehr früh da. Also da hat der Entwickler uns aber ganz schön viel Zeit auf. Da. Das ist ja ein... Dass die Fahrt denn so bequem wird, das hätte ich ja selber nicht gedacht. Da ist doch schon der Bahnhof. Wir sollen erst 43 da sein. Oi. Wir sind früher als die Deutsche Bahn. Aber wirklich früher als die Deutsche Bahn. Dass man zu ein, zwei Minuten früher ankommt, ist ja, kommt glaube mal vor, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher wenig. Selten. Aber hier kommen wir ja praktisch. Fünf Minuten früher an. Haben auch keine Ankündigung hier gekriegt. Auf 80, also kein Problem. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser nächster Halt ist Karl-Marx-Stadt Hilbersdorf. Unsere Abfahrt in Karl-Marx-Stadt Hilbersdorf ist um 5.44 Uhr. Für alle Reisenden, die hier aussteigen wollen, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in der Fahrtrichtung rechts. Ja, man muss auch mal ansagen, ne? Ist aber logisch. Hier waren wir in der letzten Folge, da waren wir auf diesem Nebengleis hier, Richtung Güterbahnhof. Ich möchte jetzt keine Notbremse auslösen. Ja, mit 4 Minuten Verfrühung läuft ja. Wahrscheinlich spinnt der Dispatcher oder im Editor. Ist ja auch öfters mal so, dass der Dispatcher sagt, nee, er ist schon da, in dieser Zeit da, keine Widerrede. Ne? 5.44 Uhr Abfahrt. Boah. Ja. Ja, nun stehen wir hier und warten. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Ankunftszeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf Gleis 1 steht schon der Personenzug bereit nach Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof. Die eigentliche Ankunftszeit ist 5.43 Uhr. Aber da der Lokführer zurzeit richtig Lust auf Arbeit hat, ist er für sie schon früher vor Ort. Die Abfahrtzeit ist um 5.44 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Ankunft sich am Hauptbahnhof übrigens auch verfrühen kann, da der Lokführer zu fleißig ist. Vielen Dank. Ja, was macht man jetzt in der Zeit, ne? Ich meine... Das schafft nicht mal der Deutsche Bahn. Es sei denn, es wäre ein Ersatzzug, der an einem bestimmten Bahnhof in einer bestimmten Stadt einsetzen muss.
Zeit dort auch pünktlich ist. Ich meine, eigentlich ist es ja normal, ne? Wenn zum Beispiel ein Zug zur Verspätung hat und endet schon an den Ort, wo er dann gleich wieder zurückfährt, dass er auch schon früher da ist als normalerweise. Ich rede heute einen Stuss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich würde jetzt am besten aussteigen, ne? So, jetzt sind wir ausgestiegen. Und schauen uns mal den Wagen an. Und ich hoffe, die sind anschaubar. Ja. Bloß blöd, dass hier keiner drin ist. Feuerlöscher gibt es schon mal. Das ist sehr gut, falls es mal brennt. Nun stelle ich mir aber manchmal auch die Frage, was ist, wenn jetzt zum Beispiel einer auf Klo muss? Ne? Ich meine, es gibt hier nirgendwo Toiletten. Was ist, wenn wir einen Fahrgast haben, der muss dringend auf Klo? Da muss halt aushalten, ne? Ich meine, wenn es früher ohne Toiletten Züge herumfuhren, ja, dann hat sich doch Klobberkinder beschwert, oder? Und wenn früher diese Züge rumfuhren, ohne Klos, und sich keiner beschwert hat, warum beschweren die Leute sich eigentlich heute drüber? Na, logisch. Früher war die Fahrzeit nicht so extrem hoch, glaube ich. Aber hier ist man doch auch früher ohne Klos ausgekommen. Naja. Ich kann mich auch irren. Aber weil ich sehe hier doch, hier sind Klos. Ich nehme meine Aussage zurück. Hier sind Toiletten. Hier sind Toiletten. Das soll eine Toilette sein. Ach stimmt. Ja, hier steht der WC dann. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich fahre einfach nur mit dem Zug nach Karl-Marx-Hauptbahnhof. Ja. Vergiss es. Mann, ich dachte wirklich, das geht los, aber die ganze Zeit ist eine Toilette vorhanden. Liebe Leute, das ist ja nicht euer Ernst. Hätte ich sie nicht entdeckt, hätte ich mich auf Kommentare gefreut. Gibt's halt los. Ja. Jeden Wagen eine Toilette. Das ist doch Luxus. Heutzutage hast du beim Regionalexpress nur eine Toilette. Ja. Wirklich nur eine Toilette. Ist halt wirklich so. Man hat nur ein Klo bei einer S-Bahn, beim Regionalexpress. Und Kinder beschwert sich. Alter, wir kommen jetzt schon an. Ist denn das zu glauben? Start denn los? Ich habe Angst, dass der TS abstürzt. Weil er immer wieder am Laden ist. Wirklich, jeder Laderuckler, ne? Die kriege ich einen Schock, wenn er laden tut. Weil ich denke mir, ich male mir manchmal Bilder aus, dass er gleich am Abstürzen ist. Ne? Ist furchtbar. So, wir haben jetzt Ankündigung auf 40. Da sollten wir auch runtergehen. Natürlich wieder elektrische Bremse ist ja besser. Ja, die Fahrgäste werden zwar nach vorne geschossen, aber bevor wir eine Zwangse kriegen, wollen sie nicht erschrecken, ne? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erreichen jetzt Karl-Marx-Stadt-Hauptbahnhof. Unsere Zugfahrt endet hier. Wir bitten alle Reisende auszusteigen. Im Namen der Deutschen Reichsbahn verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, so macht man es heute durch. So, da sind noch die 40, die uns angekündigt worden sind. Bis morgen.
Gas geben hier, ne? Damit wir wenigstens vorankommen. Obwohl, ganz so früh kommen wir ja auch nicht an, weil wenn 49 Ankunft ist, dann sind wir ja nach ETA 48 da. Könnte klappen, muss aber wiederum auch nicht, ne? Und dort sehen wir die 243 wartend auf neue Aufträge. Leider habe ich keine, aber erst später. Auf Gleis 76 erreichen wir den Hauptbahnhof. Okay. Ist ja nicht viel los. Ist ja noch früh am Morgen. Was soll das heißen, früh am Morgen, ne? Es ist mal viel los. Aber es kann auch Wochenende sein. Bei Wochenende ist ja meistens nicht so viel Zugverkehr. Also bei mir zumindest, ne? Fährt zum Beispiel in der Woche fährt die S-Bahn bei uns alle 30 Minuten und am Wochenende alle 60 Minuten. Weil ja, am Wochenende weniger Leute unterwegs sind als in der Woche. Deswegen ist es halt so. Ja. Was mich auch nicht stört. Ich meine, warum sollte mich sowas stören? So, wir sind da. Ich würde mal sagen, BCB Siva aus. Beziehungsweise Siva BCB aus. Dit aus. Und. So, wir sind fertig. Wir sind in Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof angekommen. Und ja, das war's mal wieder. Eine schöne morgendliche Fahrt mit der Baureihe 132. Link zur Strecke und Link zum Fahrzeug findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Das wollte ich hören. Wir haben alles gut gemacht. Geschwindigkeitsübertretung 6 Mal. Mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Bin 22 Minuten gefahren. Habe ich gut geschätzt, ne? Ja, ansonsten war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.